Geht's noch? Nein, lassen Sie. Hören Sie, die Frage ist vollkommen zulässig. Es gibt keine unerlaubten Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Erstmal finde ich es ganz toll, dass eine solche Umarmung eine solche Nachfolgereaktion nach sich gezogen hat. Irgendein lobotomierter, enteierter deutscher Journalist hat daraufhin in der Taz geschrieben, Broder hat damit eine lesbische Frau in die Fruchtbarkeitsreserve zurückgebracht. Ja. In der Taz, die ansonsten sehr für sexuelle Selbstbestimmung ist, für eine Erweiterung des Spektrums sexueller Aktivitäten, für die Ehe für alle. Selbst wenn es so wäre, was wäre daran ein Vorwurf an mich, außer dass ich, glaube ich, zum ersten Mal von einer lesbischen Frau so herzlich umarmt wurde. Deswegen, Herr Nowak, ich habe Frau Weidel nicht umarmt, weil ich dazu viel zu schüchtern bin, jemanden öffentlich zu umarmen. Sie hat mich umarmt. Und ehrlich gesagt, ich sehe nicht, wo der Skandal ist. Der Skandal brach aus, noch bevor jemand meine Rede auch nur gelesen oder gehört hatte. Also es ist eine völlig absurde Diskussion, es ist eben eine sehr deutsche Diskussion, weil in Deutschland, vielleicht ist es bei Ihnen nicht viel anders, Politik auf Symbole reduziert wird. Wir reden nicht über das, was wirkliche Probleme sind, wir erfinden künstliche Probleme. Wie 70 verschiedene Sexvariationen, die Debatte um genderneutrale Toiletten. Deutschland ist ein Irrenhaus. Deutschland ist ein limitiertes Irrenhaus. Ja. Und wenn man Deutschland überdachen könnte, wäre es eine geschlossene Anstalt. Ich kenne das Argument, wo ist da die Islamisierung, der Anteil der Muslime beträgt zwischen 6% und 9%. Das ist völlig irrelevant. Ich bitte Sie, ungefähr 1% aller Deutschen wird kriminell im Sinne schwerer Kriminalität. Also nicht Ladendiebstahl oder Schwarzfahren, sondern Einbruch, Raub, Mord. 1%, höchstens 1% aller Deutschen richtig kriminell. Wir schaffen trotzdem nicht die Polizei und die Justiz ab, mit der Begründung, es sind nur so wenige, die einen Polizei- und einen Justizbetrieb notwendig machen. Im Übrigen, wir haben hier, glaube ich, 700 Besucher heute. Und mit aller Bescheidenheit, glaube ich, davon sind 690 gekommen, um mich zu hören. Entschuldigen Sie, Herr Strache, nehmen Sie es nicht persönlich. Meine Damen und Herren, Islamisierung ist keine Frage der Prozente. Der Islam beherrscht in der Bundesrepublik den öffentlichen Diskurs. Es ist das Thema Nummer 1. Und wenn es heute Abend nicht um Islam ginge, hätten wir 70 Besucher und nicht 700. Das ist das Wesen der Islamisierung, nicht die Prozente. Es gibt eine Islamkonferenz in Deutschland, eine Islamkonferenz, die inzwischen, glaube ich, beim Innenminister stattfindet, früher bei der Kanzlerin oder umgekehrt. Wenn ich ein Moslem wäre, wäre ich beleidigt, dass mein Glaube zum Gegenstand einer Konferenz erhoben wird und somit deutlich gemacht wird, es ist ein Problem. Und ich finde, Herr Kilic, was Sie sagten, sehr, sehr bemerkenswert, sehr richtig. Und ich kann Ihnen nun wirklich meinen Respekt bezeugen. Ich weiß, was Sie machen. Ich weiß, dass Sie alles Mögliche sind, nur kein Antisemit. Und dass Sie für diese Geisteshaltung gar keine Sympathien haben. Und ich verstehe auch, dass Sie sich verletzt fühlen, weil vom islamischen Antisemitismus die Rede ist. Aber es gibt einen. Es tut mir wirklich leid, dass Sie verletzt sind. Sie haben es nicht verdient. Das kann aber nicht davon ablenken, dass es
erstens immer sehr viele Antisemitismen gegeben hat. Es gab den christlichen, den intellektuellen, den linken, den rechten, der antikapitalistischen, den sozialistischen. Es gibt ja nicht one size fits all. Der Antisemitismus geht genauso mit der Mode wie alles andere auch. Und was ich inzwischen 70 Jahre alt so absurd finde, wir treffen uns heute hier, um über Antisemitismus zu reden, über 100 Jahre nach der Dreyfus-Affäre und über 100 Jahre nach Theodor Herzl. Und beide Geschichten haben ja was mit Wien zu tun. Das ist, finden Sie nicht, dass das vollkommen absurd ist, heute über Antisemitismus zu debattieren? Das ist so, als würde man heute über das Frauenwahlrecht debattieren, das auch gerade 100 Jahre alt geworden ist. Und man könnte natürlich sagen, das mit dem Frauenwahlrecht ist etwas voreilig beschlossen worden. Aber so, die ganze Debatte. Ja, ich bitte Sie, das ist wirklich billige Pointe. Was ist das? Billige Pointe. Billige Pointe? Billige Pointe. Entschuldigen Sie, die billigen Pointe sind die besten. Ich weiß gar nicht. Mehr. Okay, das wollte ich als Erster sagen. Ich hebe nur noch einiges auf. Nur einen Satz wollte ich nur sagen. Diejenigen, die den Antisemitismus am meisten missverstehen, sind leider Juden. Juden haben keine Ahnung vom Antisemitismus. Und wenn es mal ein paar Jahre Ruhe gibt und nichts passiert, glauben sie, es ist vorbei. Und sind dann unglaublich überrascht, wie die Einwohner von Jerusalem jedes Jahr überrascht sind, dass es in Jerusalem schreit, sind unglaublich überrascht, wenn es wieder den Antisemitismus in irgendeiner Form gibt. Und man muss, Sie haben vollkommen recht, Herr Kilic, man muss die Muslime ein wenig in Schutz nehmen und kein Moslem-Bashing betreiben. Wir brauchen keinen muslimischen Antisemitismus, wir haben genug selbstgemacht in der Geschichte gehabt. Aber der Treibriemen, der Motor, der Antrieb des heutigen Antisemitismus kommt leider von unseren muslimischen und arabischen Verwandten. Ich bedauere das sehr, aber das ist nun mal die Wahrheit. Und Sie müssen mir einbinden. Und es sind 56 islamische Länder, die in der Konferenz der Islamischen Liga vertreten sind. Es sind 2 bis 3 Länder, die man als gemäßigt demokratisch, also nicht ganz so absolutistisch bezeichnen kann. Albanien, Marokko, Tunesien und unter Umständen auch Senegal. Es gibt in diesen Ländern keine demokratische Kultur, keine Kultur der Gleichberechtigung, keine Gewaltenteilung, keine unabhängige Justiz. Und es gibt ein Übermaß an religiösem Fanatismus. Und der hört leider nun mal auf den Namen Islam und nicht vegane Ernährung. Sie haben ja leider vollkommen recht, Herr Strache, nur in einem Punkt irren Sie sich. Es kann sich niemand zu den Werten einer Gesellschaft bekennen, die ihre Werte bereits aufgegeben hat. Es geht nicht einmal darum, ich halte all diese Begriffe Integration, Assimilation, was auch immer, für vollkommen bescheuert. Es ist auch nicht entscheidend, ob einer Deutsch spricht oder gebrochen Deutsch spricht, darauf kommt es nicht an. Es muss einen Minimalkonsens geben über das, was man machen kann und was man nicht machen darf. Und dieser Minimalkonsens ist in Mitteleuropa einfach verschwunden. Es findet eine Entgrenzung auf allen Gebieten statt. Und ich bin inzwischen fest davon überzeugt, dass die Aufhebung der geografischen Grenzen auch zu einer Aufhebung mentaler Grenzen geführt hat. Ich weiß, eine vage Theorie, ich kann sie nicht beweisen, aber sie stimmt trotzdem. Und dann noch was. Der Ihnen vermutlich bekannte Bischof Marx aus München. Ich finde es ja toll. Ich finde es ja toll, dass ein katholischer Bischof Marx heißt. Ich warte nur darauf, dass ein protestantischer Bischof den Namen Freud annimmt. Das wäre dann noch besser. Herr Marx hat vor kurzem sich gegen die Verwendung des Begriffes christliches Abendland ausgesprochen. Das heißt, er gibt etwas auf, was eigentlich die Grundlage des Christentums ist. Mir könnte es als säkularen Juden vollkommen egal sein, aber es ist mir nicht egal, weil damit geht ein Stück abendländische Tradition den Bach runter. Und wozu soll sich dann die Muslime... bekennen? Zu welchen Werten, wenn wir sie selber nicht mehr haben?
Und das ist, glaube ich, entscheidend. Und im Übrigen, Sie können nichts planen. Sie haben natürlich vollkommen recht, dass Versäumnisse entstanden sind, weil man nicht lange im Voraus. Wissen Sie, ein Land, aus dem ich komme, aus Deutschland, das einen Flughafen nicht bauen kann, wird auch nicht imstande sein, die Migration vorauszuberechnen. Damit sind wir einfach völlig überfordert. Und es ist von keiner Seite ein böser Wille. Es läuft einfach etwas schief und es ist der Anfang einer Lawine, die noch das Schlimmste für uns verspricht. Das soll man reichen. Ich bin intolerant im Sinne von Karl Popper, dass es keine Toleranz gegenüber Intoleranten geben kann. Kann es nicht. Gönnen Sie mir noch eine Minute für eine qualitativ hochstehende Pointe. Toleranz ist ein feiner Begriff aus der Zeit von Gotthold Ephraim Lessing. Damit konnten Sie prima ein Theaterstück schreiben, das heute nur noch komisch wird. Aber vergessen Sie eins nicht, wer die Toleranz ausübt, jemanden zu tolerieren, hat auch die Macht, ihn zu vernichten, wenn er ihn nicht mehr tolerieren will. Toleranz ist ein vertikaler Begriff. Er geht immer von oben nach unten. Unsere Gesellschaften heute, was ich richtig und gut finde, sind horizontal organisiert. Man lebt nebeneinander oder manchmal auch miteinander, aber dieses Gefälle von oben nach unten gibt es nicht. Ich lege auf Toleranz keinen Wert. Wer mich toleriert, könnte es sich am nächsten Tag anders überlegen. Deswegen ist Toleranz in diesem Falle völlig unangemessen. Sie müssen als aufgeklärter Europäer vieles nicht tolerieren. Sie dürfen keine Vergewaltigung von Frauen tolerieren, keinen Missbrauch von Kindern, auch nicht, wenn er in der Familie stattfindet. Es gibt ganz vieles, was nicht tolerabel ist. Und das meiste steht im Strafgesetzbuch. Und das finde ich auch richtig so. Herr Kilic, ich leide ja mit Ihnen und ich kann Sie wirklich gut verstehen. Deswegen würde ich gerne einen konstruktiven Vorschlag machen. Vergessen wir für einen Moment die Juden, okay? Ich weiß, wir Juden neigen dazu, uns für besonders wichtig zu halten. Und wir sind natürlich das auserwählte Volk. Ich fahre übrigens sehr gerne nach Island, weil die Isländer wiederum glauben, sie sind das auserwählte Volk. Aber das hat sich bis Mitteleuropa noch nicht herumgesprochen. Vergessen wir für einen Moment die Juden. Schauen Sie, meine Schwester, die 10 Jahre älter ist als ich, hat bei einer katholischen Familie in Krakau das Dritte Reich überlebt. Das waren anständige, normale Katholiken, die einfach dachten, sie müssen etwas Gutes tun. Sie hat meine Schwester das Leben gerettet. Das kann mich doch nicht davon abhalten, Herr Kilic, auf gewisse Versäumnisse der katholischen Kirche in den 30er und 40er Jahren hinzuweisen. Bis hin zu der Rattenlinie, die organisiert wurde, um Nazis aus Europa nach Südamerika zu schmuggeln. Bei allem Respekt für diese wunderbare kleine katholische Familie in Krakau hält mich das nicht davon ab, Kritik an der Institution Kirche zu üben. Und genau das versuchen Sie jetzt, indem Sie sagen, die meisten sind anständig und er übertreibt. Er zitiert übrigens nicht falsch, er zitiert richtig. Kann sein, dass er die falschen Schlüsse da bezieht. Nein, kommen Sie. Und ich kenne das Wort aus dem Zusammenhang gerissen. Sie müssen jedes Zitat aus dem Zusammenhang reißen. Sie können nicht jederzeit Brockhaus zitieren, um nicht in den Verdacht zu geraten, dass Sie nicht aus dem Zusammenhang gerissen haben. Also vergessen wir die Juden. Gehen wir mal einen anderen Seitenaspekt. Wie geht die islamisch-muslimische Welt mit ihren eigenen Dissidenten um? Und ich sage nur drei Namen. Salman Rushdie, Ayan Hirsi Ali und mein Freund Hamed Abdel Samad. Wenn er nach Deutschland kommt, vier bis sechs Leibwächter braucht, mehr als Herr Kurz und mehr als Herr Strache, um sich sicher bewegen zu können. Wie geht die islamische Welt mit diesen Dissidenten um? Hat es irgendwo eine Massendemo gegeben gegen die Fatwa über Salman Rushdie? Hat sich irgendeine islamische Gemeinde bereit erklärt, Ayan Hirsi Ali Asyl zu bieten? Gab es eine massive Distanzierung von der Ermordung von Theo van Gogh? Ich habe selbst in islamischen Zirkeln erlebt, dass sie diese Morde gut fanden. Ich will es nicht verallgemeinern,
aber es gibt einfach keine Tradition des Widerwortes, keine Tradition des Widerstandes. Und es gibt eine Kultur der Gewalt. Der Islam ist nicht die Religion, die den runden Tisch und den Dialog auf Augenhöhe erfunden hat. Das kann man, glaube ich, sagen. Und ich verstehe. Wirklich, vergessen Sie mal die Juden. Wir sind Hysteriker, wir sind Übertreiber, wir sind Paranoiker, alles okay. Wie geht Ihre Gemeinschaft mit den eigenen Dissidenten um? Ich pöbele mich durch mein Leben seit den letzten 50 Jahren. Ich werde nicht bedroht und ich werde schon gar nicht von den Juden bedroht. Sie mögen mich einfach nicht. Aber Leute, Moslems, und glauben Sie mir, es gibt sehr viele Moslems, die fantastische, kluge Artikel und Texte schreiben, und die beste Kritik an islamischen Sittengebräuchen kommt von aufgeklärten Muslimen. Und die riskieren dafür ihr Leben. Und Sie und andere haben nichts dazu beigetragen, diese Muslime zu schützen und den Mut zu machen, sich weiterhin öffentlich zu äußern. Und das nehme ich nicht. Die Minderheit heute nicht die Juden sind, sondern die Christen. Und zwar in muslimischen Ländern. Auch schon die Frage, wie können wir Muslimen helfen, ist eigentlich, entschuldigen Sie bitte, der Ausdruck eines gewissen kulturellen Imperialismus. Was heißt Muslimen helfen? Das sind doch keine Deppen, das sind doch keine Behinderten. Die Muslime müssen sich selber helfen. Sie können Muslimen wie auch anderen Gruppen nicht helfen. Am Ende versagten alle CIA-Bemühungen, der ganze Antikommunismus hat nichts getaugt. Die Leute mussten sich selber helfen, um das System zu überwinden. Und die Frage, wie können Muslime helfen? Oder liberale Muslime? Die Frage ist bereits beantwortet. Wir haben alle liberalen Muslime hängen lassen. Auch der Papst hat, glaube ich, in seinen wunderbaren Gemächern bis jetzt keine verfolgten Muslime aufgenommen. Obwohl es ein schönes Zeichen gewesen wäre, zum Beispiel Ayat Hirsi Ali einen Asylplatz anzubieten. Hat er nicht gemacht. Und er weiß, warum er es nicht hat. Wir können niemandem helfen. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was aus der Vergangenheit, aus der Geschichte lernen kann. Und wir sollten gar nicht so tun, als wären wir dazu in der Lage. Wir werden mit unserer hausgemachten Kriminalität und mit abweichendem Verhalten in bestimmten prekären Gruppen nicht fertig. Und dann kommen wir auf die Idee, dass wir 1,5 Milliarden Menschen helfen sollen. Ja, das ist, ich meine, das Ganze, diese Frage und auch meine unzureichende Antwort zeigt, glaube ich, das ganze Elend des Abendlandes.